Endlich konnte ich das kompakte Internetradio von Kenwood testen. Denn ich wurde in den letzten Monaten in den Kommentaren oft danach gefragt und war dementsprechend gespannt, warum das Radio so beliebt ist. Und ich habe mich natürlich gefragt, wie gut eine so kleine und günstige Kompaktanlage überhaupt klingen kann. Gespannt sein dürft ihr vor allem auf den Klangtest, denn der ist überraschend ausgefallen. Natürlich erfahrt ihr auch alles zu den Funktionen, wie gut die Verarbeitung ist und ob das Gerät in der Praxis zuverlässig ist. Funktioniert. Also, legen wir los mit dem Test. Viel Spaß! Und wie immer kommen wir jetzt erstmal zu den wichtigsten Ausstattungshighlights und zu den Funktionen. Alle Funktionen und wie das Gerät bedient wird, könnt ihr wie immer in meinem Anleitungsvideo sehen, was ich euch natürlich oben verlinke. Das Kenwood CRST100S hat Stereo-Lautsprecher verbaut mit einer Leistung von 2x10 Watt RMS. Dann haben wir auf der Front auch ein 2,4 Zoll großes Farbdisplay mit Coveranzeige. Du kannst mit dem Kenwood DAB Plus Digitalradio empfangen, aber auch analoges FM bzw. UKW Radio. WLAN ist hier auch eingebaut und du kannst dich mit 2,4 und 5 GHz Netzen zu Hause verbinden. Und wenn das Kenwood dann mit dem Internet verbunden ist, hast du Zugriff auf Internetradio, auf Podcasts und es gibt sogar Spotify Connect. Bluetooth Streaming wird auch unterstützt. Du kannst also Musik von deinem Smartphone an das Kenwood schicken und wiedergeben. Auf der Rückseite gibt es einen USB-Anschluss und das ermöglicht die USB-Wiedergabe von MP3s. Ebenfalls finden wir auf der Rückseite zwei Anschlüsse, nämlich einen AUX-Eingang und einen AUX-Ausgang. Kenwood liefert zu dieser Kompaktanlage oder zu diesem Smart Radio, wie Kenwood es nennt, auch eine Fernbedienung mit und ihr seht es schon, die wichtigsten Tasten sind dahinterlegt und man kann mit der Fernbedienung das Gerät komplett steuern. Aber es gibt hier auch eine App-Steuerung und das funktioniert mit der bekannten Undock-App. Und mit der Undock-App könnt ihr dann das Radio ebenfalls komplett steuern, inklusive der sehr bequemen Internetradiosuche. Und ihr könnt mit der App natürlich auch zum Beispiel die Modi wechseln, Systemeinstellungen verstellen oder zum Beispiel auch die Lautstärke verstellen. Auch die Undock-App und wie die Undock-App funktioniert und was ihr damit alles machen könnt, stelle ich detaillierter in dem eben verlinkten Anleitungsvideo auf meinem Kanal vor. Das Kenwood CRST100S Smart Radio ist sehr kompakt und klein. Vorne haben wir ein Metallgitter mit Kenwood Logo und dieses Logo ist ebenfalls aus Metall. Die restliche Front, die Seiten des Gerätes und die Rückseite bestehen komplett aus Kunststoff. Auf der Oberseite ist ebenfalls Kunststoff verbaut, aber diese hat eine Metalloptik. Der verbaute Kunststoff hat eine gute Qualität, er sieht nicht billig aus, er fühlt sich auch nicht billig an und es knarzt auch nichts. Auf der Oberseite befinden sich alle Tasten und die zwei großen Drehregler für die Lautstärke und für die Menünavigation. Die Tasten und die Drehregler haben einen satten Druckpunkt und bestehen ebenfalls aus Kunststoff. Auf der Rückseite sieht man neben der ausziehbaren Teleskopantenne auch alle Anschlüsse. Und hier sieht man auch ein Loch im Gehäuse und das ist der Bassreflex-Port. Ja, wir haben hier also einen Bassreflex-Aufbau. Ja, und das lässt darauf schließen, dass hier aus dem Kenwood CRST100S auch vermutlich und hoffentlich echter Bass herauskommt. Und ob das der Fall ist, das wirst du jetzt im Klangtest hören. Also viel Spaß! Back up on my grizzly on my body, yeah, yeah. Ask me how I'm doing, doing nothing. Thank you.
größte Überraschung war für mich bei dem Test des Kenwood-Radios, dass da echter und wirklich hörbarer Bass herauskommt. Das habe ich vorher so nicht erwartet, weil das Kenwood-Radio sehr klein ist und nochmals kompakter ist als das zuletzt von mir getestete Technisat Digitradio 4IR, was einen schlechteren Bass hat als das Kenwood-Radio. Aber klar, richtig tiefe Bässe, also wirklich ein Tiefbass, ganz tiefe Frequenzen, hört man hier natürlich nicht. Aber man hört jederzeit den Bass, ja, also die oberen Bassfrequenzen hört man und es macht richtig Spaß, mit dem Kenwood Radio Musik zu hören und auch Musik zu hören, die Bass hat, ja, wo der Bass also wichtig ist, wie zum Beispiel Hip-Hop oder Elektromusik. Und der gute Bassbereich des Kenwood Radios hilft auch bei tiefen Männerstimmen, denn diese klingen dann schön voll und warm. Die Mitten und die Höhen sind auch jederzeit gut zu hören und in einer ordentlichen Qualität bzw. Auflösung. Das ist jetzt kein audiophiler Klang, den man hier bekommt, aber für die Größe und für den geringen Preis ist es überraschend, wie gut das Kenwood Smart Radio klingt. Wer also eine kleine Kompaktanlage mit gutem Bass und gutem Klang sucht, die zudem auch noch sehr günstig sein sollte, der sollte das Kenwood Smart Radio auf jeden Fall in seine engere Auswahl nehmen. Ja, und jetzt kommen wir zur Nutzung in der Praxis. Was ist mir Positives und was ist mir Negatives bei der Nutzung aufgefallen? Bevor ich dir das erzähle, würde ich dich darum bitten, wenn dir das Video hier gefällt, wenn es dir weiterhilft, dann abonniere meinen Kanal und like das Video. Das Kenwood Radio hat einen sehr schnellen DAB Plus Senderwechsel und das ist schon wirklich auffällig, wie schnell das hier geht. Das Laden der Cover im DAB Plus Modus kann allerdings manchmal etwas dauern, aber innerhalb von, ich sag mal so circa 20 Sekunden, sind die dann aber auch meistens schon geladen und werden angezeigt. Insgesamt ist der DAB Plus und der WLAN-Empfang sehr gut und stabil, da gibt es absolut nichts zu meckern. Das Display ist für Innenräume ausreichend groß und hell, aber es könnte meiner Meinung nach ruhig noch etwas heller sein, denn besonders wenn es ein Fenster gegenüber vom Radio gibt oder wenn man eine sehr starke Sonneneinstrahlung in die Wohnung hat, dann kann es schon schwer sein, das Display dann abzulesen. Was die Software angeht, ist das Kenwood Radio nicht ganz perfekt. Animationen, Coverladen, Senderwechsel dauern manchmal etwas länger als bei anderen Radios, die ich bisher getestet habe. Einmal hatte ich sogar einen kompletten Absturz, so dass das Radio beim Wechsel der Modi einfach eingefroren ist. Und einmal konnte ich es sogar nicht aus dem Standby aufwecken, egal ob ich die Fernbedienung gedrückt habe oder am Gerät die An-Aus-Taste gedrückt habe. Hier hilft dann jedes Mal einfach hinten den Netzstecker mal zu ziehen und dann wieder neu einzustecken, damit das Radio neu bootet. Und wenn man das dann gemacht hat, dann läuft es wieder ohne Probleme schnell und zuverlässig. Diese Probleme sind bei mir sehr selten aufgetreten, das war so einmal in der Woche, aber das muss nicht sein bei einem Radio eines Markenherstellers, wie es Kenwood eben ist. Aber wenn es dann mal läuft, dann läuft es gut und alle Funktionen, egal ob DAB+, Internetradio, Spotify, USB oder Bluetooth, funktionieren schnell und zuverlässig. Apropos USB-Funktion. Schön ist hier bei dem Kenwood Radio, dass wir hier im USB-Modus eine Ordnernavigation haben und das ist viel besser als bei den zuletzt von mir getesteten Digitradio 4IR oder Digitradio 143 CD von Technisat. Und da wären wir auch schon beim Fazit vom Kenwood CRST100S Smart Radio Test. Das Radio hat ein schönes und kompaktes Design und ist auch gut verarbeitet. Es hat einen erstaunlich guten Klang für die Größe mit einem sogar hörbaren Bass. Zudem hat es viele Funktionen und einen stabilen DAB Plus und WLAN-Empfang. Toll umgesetzt ist auch die USB-Funktion, denn hier haben wir eine Ordnernavigation und so können wir jederzeit sehen, in welchem Ordner wir uns gerade befinden und man kann auch ganz einfach einen Ordner bzw. ein Album wechseln. Mit einem Preis von ca. 120 bis 130 Euro ist das Kenwood Smart Radio auch äußerst günstig für das, was man hier bekommt. Die einzigen Negativpunkte, die mir im Test aufgefallen sind zum einen das Display, das könnte etwas heller sein, besonders für sehr helle Umgebungen und es gibt ab und zu mal Softwareprobleme, aber die sind wirklich sehr selten und wenn es dann mal auftritt, dann startet man das Gerät einfach neu und dann läuft es wieder zuverlässig und schnell. Ja, und das war es jetzt mit diesem Test und wie immer habe ich natürlich auch eine Frage an euch und diese Frage wäre, wie wichtig ist euch die Materialwahl bei einem Radio? Wollt ihr Metall und andere hochwertige Materialien haben oder reicht euch auch einfach
Kunststoff, wenn dieser gut verarbeitet ist. Also schreibt das gerne mal in die Kommentare, dann quatschen wir mal drüber. Und bevor das Video jetzt endgültig zu Ende ist, habe ich noch zwei Empfehlungen für euch. Schaut euch mal den Test des Pure Evoke Spot an. Das ist eine noch kleinere Kompaktanlage als das Kenwood Radio. Und hier findet ihr meinen Test des Teufel Radio 360. Das ist auch ein sehr kleines Internetradio mit einem deutlich und nochmals besseren Klang als das Kenwood Radio. Also, das war's jetzt mit dem Test. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Adam. Tschüss.